Nein, ich will nur freundlich sein. Ich möchte nicht wieder für einen Piraten gehalten werden. Stimmt. Markante Schurken wie du müssen Acht geben. Ja. Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Wir sind in Havanna in Kuba angekommen. Verrückt, dass England und Spanien vor 2 Jahren noch im Krieg waren, oder? Hier bin ich und handle mit Spaniern, als wären es meine Vettern. Stimmt was nicht, Duncan? Nein, gar nicht. Sand in der Kimme. Ja. Wo ist die beste Absteiger? Das knirscht immer so schön. Ich sterbe für ein Nickerchen. Oder Siesta besser gesagt. Ich bin auf dem Weg zu einer Gaststätte, um Händler zu treffen. Ich könnte euch den Weg zeigen. Dann geh vor. Ich hoffe, ihr verweilt, während ich dem Treffen beiwohne. Es würde mich beruhigen, einen Mann eurer Statur in der Nähe zu haben im Falle eines Missverständnisses. Ich kann gerne bleiben. Vielleicht trinke ich was. Bestens. Ein Umtrunk. Nun, die haben kein Herz für Piraten hier, oder? Ich frage mich, wie viele Real die gestohlen haben, um so zu enden. Ja, wir sollen auf jeden Fall gucken, dass wir 100% schaffen. Ich versuche es hinzukriegen. Ich kann es nur nicht versprechen, dass es funktioniert. Aber wir versuchen es. Wir versuchen es. Missionsziel jetzt 100% zu schaffen. Hola, die Damen. Ihr kennt diese Frauen doch nicht. Nein. Sie verlangen Geld für dieses Privileg. Ein paar Dutzend Real für jede Stunde Bekanntschaft. Interessiert? Nein, um Gottes Willen, ich bin ein vermählter Mann. Vermählte Männer sind ihre Stärke. Wir sollten jetzt auch tunlichst nicht irgendwelche Aufmerksamkeit erregen bei den Soldaten. Das werden wahrscheinlich so viele sein, dass wir es ziemlich übel das rostige Messer ist kaum bereuen. Auch dann komme ich mir vor wie ein Schoßhund, wenn ich euch so nachlaufe. Vielleicht wäre ein kleiner Dolch angemessen. Mal sehen, was er anbietet. Vielleicht kaufe ich auch ein Schwert und wir steigen beide im Rang. Oh, wir werden ein tolles Team, wir zwei. Teufelskerle. Genau, das werden wir uns als erstes machen. Wir werden uns mal kurz beim Händler umschauen. Dann leih mir ein paar Real, Mann. Ich habe dich gerettet. Ja, natürlich. Danke. So, wir sollen ein paar Schwerter kaufen. Gucken wir uns mal einfach erstmal das ganze Ding um. Schwert auf jeden Fall. Britische Hintermesser, spanische Rapiere, französische Paradeschwerter. Die können wir uns noch nicht leisten. Spade Anker, auch 5000. Ja, theoretisch können wir uns die hier leisten. Wir haben gerade ein bisschen Kohle noch von unserem Freund, die Bammel bekommen. Wir waren ja vorher gerade 2600 oder 3200 oder irgendwie sowas. Aber wie gesagt, wir werden jetzt gerade schauen, dass wir eher uns was Einfaches holen. Letztendlich ist es eigentlich wurscht, ob wir jetzt Spanisch oder Französisch holen. Deswegen nehmen wir auch die günstigsten. Sparen uns damit zu Geld. Wir holen jetzt auf jeden Fall erstmal. Das passt schon viel besser. Wie lief's bei dir? So. Es hat nur für ein kleines Messer gereicht, leider. Doch, im Zweikampf kann es helfen. Ja. Oh, Herr Jemini. So, haben wir es geschafft. Ich hab uns in die Irre geführt, Duncan. Das macht nichts. Ich verschaffe uns einen Überblick. Wonach suchen wir? Ah, eine Taverne mit einer Art Biergarten. Ja. Wobei ich gar nicht so groß bin, nicht mehr so der große Biertrinker bin. Oder Alkohol überhaupt kaum noch. Aber gucken wir mal. Komm ich da jetzt hoch? Ja. Wir gucken mal, dass wir da überhaupt hochkommen. Komm ich da nicht hoch? Nee. Scheinbar nicht. Okay. Dann gehen wir mal auf die rechte Seite. Da ist nämlich auch noch so ein Löchlein, dass wir da mal ran können. Aber beweglich. Ja. Jedem Finger ein Haken. Daran erkennt man den echten Seemann. Aha, ja. Sehr gut gesagt. Das ist der erste Synchropunkt. Oder Synchronisationspunkt hier in Havanna. Aber der ist da unten, ne? Da, machen wir das doch mal glatt. Mit den spanischen Klängen im Hintergrund. Der Soundtrack ist übrigens genial. Ich höre den gerne mal zum... Ich glaube, ich sehe dich. Ich dabei fahre früh. Nicht mehr weit. Halt durch! Guter Gott, was soll ich tun? Moment. Dann machen wir es doch mal. Komm her. Ich kann nicht atmen. Mein Herz. Halt, oder ich brech dir die Knie, wenn ich dich kriege. Das war die falsche Taste einfach nur. Komm mal her, mein Freund.
Ich krieg dich noch. Gleich hab ich dich, du Hundspott. Mit X können wir springen. Nein. Nicht mehr lange. Ja, haben wir den. Haben wir noch doch geschafft. Du hast den Falschen beraubt, Mann. Ein Mann mit gefährlichen Freunden. So. Da wollten wir das ganze Ding mal. Acht Real. Für was? Wir gehen mal weg hier. Wir wollen im Idealfall so wenig Aufmerksamkeit bei den Wachen erregen wie möglich. Aber den haben wir jetzt relativ ziemlich schnell gekriegt. Hätte ich nicht gedacht, dass wir den so fix. So fix kriegen. Moin, mein Freund. Danke. Bei Zeus, ihr lebt noch. Natürlich lebe ich. Der Knilch war kein Problem. Ja, nicht wirklich. Ah, wir sind am Ziel. So, dann haben wir das auch. Lass dir Zeit, ich warte hier. Was denn, ein Waliser hier mitten im Kanakenland? Bin auch Engländer. Und schlag die Zeit tot, bis der nächste Krieg mich wieder ruft. Zum Glück hat King George einen Pisspot wie dich unter seiner Flagge. Oh. Oi, Klingel! Dein Gesicht kenne ich doch. Du gehörst zu den Piraten unten in Nassau. Halt dein volllautes Maul, sonst stopfe ich es dir, verstanden? Edward, oder? Du Bastard! Hey, ich hab ihn gewarnt. So, dann haben wir mal, kriegen wir ja mitten in der Schlägerei. Da landen wir da mitten in der Schlägerei. Weil unser Kollege uns ein bisschen enttarnt hat. Aber das kriegen wir schon hin. Du willst deine Abreibung? Ich geb dir eine. Aber den hat schon mal auf die Nase gegeben, ja. Leute, ich habe Vögel mit dickeren Armen gesehen. Kann. Wir können gar nicht angreifen, hä? Wir dürfen jetzt gerade erstmal nur kontern. Scheinbar. So. So, jetzt sollen wir da. Ach, so, der geht auf die Nase hier, der nächste. Komm her. Geh mal weg da. Halter! Ah ja! Geh mal weg da! Das ist nur für echte Kerle! Und auf die Nase! Und tschüss! Geschafft! Hupsi! Hallo meine Freunde! Du lässt mich doch nicht allein! Ich hol dich ein! Perro Inglés! So, Rauchbombe! Während der Rauchbombe mit. Schau euch rechts links aus und wählen sie 3,1. Moment. Und tschüss. Warum ist immer das. Aua! Alter! Intenta dejarlos atrás.
müssen wir gerade hier ein bisschen raus aus dieser ganzen Schusslinie. Geschafft. Haben wir noch 100%? Die Taschen, die hab ich nicht gerammt? Ach, ich hab den nur einen, ich hab den komplett niedergeschlagen, ne? Schade. Wir haben 90%. Aber egal, wir haben die erste Mission abgeschlossen. Hier die erste Erinnerung in Havana. Das heißt, es wird eine ganz, ganz kurze... Obwohl, wir machen weiter, komm. Wir machen mal weiter. Ach, Glück gehabt. So, Havana. Ein Aussichtspunkt. 0 Assassinenaufträge haben wir noch gemacht bisher. Aber wir kriegen ja schon irgendwie gut hin. Warte mal, da unten ist noch was, was wichtig ist vielleicht. Ja, Munition plündern. Moin. Oh, wir haben Piratenritten. Machen wir doch, Klade. Da wollen wir Kollegen da. Ich hab genug gelitten. Lasst mich in Frieden. Verdammt. Ah, ist schon wieder, sind wir mittendrin. Warte mal, was ist denn der? Haben wir schon. Captain Kenway, gerade rechtzeitig. Wir sehen uns an Bord. Sehr cool. Haben wir es doch. So, wir gucken. Wir haben da unten noch was. Ach nee, das ist der Händler, ne? So, dann gucken wir mal, ob wir hier noch eine Hauptmission machen. Oh, da unten ist die Truhe. So, aber es doch. Das ist nämlich nur 21 Stunden. Ja, wir müssen ja immer mal wieder. Wir will ja, wie gesagt, die Stadt komplett zu 100% erkunden. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal über die Aussichtspunkte erstmal. Moment, Moment, Moment. Wir checken es mal gerade aus. Da oben ist noch einer. Das heißt, den holen wir uns auf jeden Fall. Den sollten wir ja sehen. Das ist der da vorne. Und jetzt echter Assassine. Naja, echter Assassine. Edward Duncan, naja. Aber wir kriegen schon hin. So. Wie gesagt, so wenig Aufmerksamkeit wie möglich zu erregen. Aber wir müssen gucken, dass wir hier, um alles aufzudecken und alles zu entdecken, wollen wir erstmal auf jeden Fall die ganzen Aussichtspunkte nach und nach abklappern. Oh, das war keine Absicht. Weg da. So, kurz mal hier noch einen Check mit dem Punkt finden. Super. So. Kommen wir da nicht hoch? Okay, schauen wir nicht. Dann nehmen wir den Punkt hier. Warum auch immer ich nicht diesen Aussichtspunkt finde. Aber ist egal. Alles ist gut. So. Synchronisieren. So, Punkt Nummer 2 abgearbeitet. So, jetzt gucken wir gerade weiter auf der Karte. Wir checken mal ab. Hier ist nämlich noch Sperrgebiet. Also das heißt, wir sollten nicht unbedingt alles. Ja gut, was heißt nicht alles, aber müssen wir gucken. Da ist noch ein Aussichtspunkt. Ich werde jetzt erstmal nach und nach die ganzen Aussichtspunkte abklappern hier. Das war zumindest mal Aufgaben, die ich habe. So. Jetzt wollen wir hier an die Mission rangehen. Ich lasse jetzt alles mehr oder weniger mal so ein bisschen außen vor. Also Soldaten brauchen wir ja nicht unbedingt. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob jetzt zum Beispiel, wenn wir uns einen Soldaten krallen, oder ist der dann weg? Oder wenn wir dann, dass wir irgendwann sagen können, okay, wir können Havana komplett von irgendwelchen
von irgendwelchen... Aber ich kann da nicht hoch? Ne, ich kann aber nicht. Scheiße, ich kann so aus dem Hamburg komplett rum. Ich muss aber jetzt quasi mehr oder weniger einen Eingang finden oder einen anderen Punkt finden, wo ich rein kann. Ja, ich würde ja schon gern. Da kommen wir eigentlich nicht rein, ne? Scheiße. Wie komme ich denn da ran? Wie komme ich da ran? Das ist die große Frage. Da ist ja der Aussichtspunkt da oben. Aber wie komme ich da rein? Weil hier unten ist ja der Heuhaufen, da können wir ja dann quasi mehr wenig reinspringen, aber... Ah, wir können ja da rüber. So. Moin. So, den haben wir jetzt auf jeden Fall mal weg, den Typen. Kletter mal. So. Gut, dann haben wir das auch erstmal. Da sind wir ein bisschen aus der Schusslinie gerade raus. Oder auch nicht. Oh, tschüss. Mein Freund. Meine Fresse. So, was haben wir hier? Irgendwas höre ich doch hier. So. Egal. Wir gucken jetzt erstmal, dass wir den Punkt hier erstmal sichern. Synchronisieren. Gut, Todessprung. Ja, das haben wir ja, kennen wir ja alles schon mittlerweile. Todessprung, R2 und X drücken und L, um dann den Heuhaufen haben wir ja schon mal gesehen. Das war jetzt eigentlich nicht beabsichtigt, dass ich da nochmal ran muss. Ah, da sind noch mehr Punkte. Auf jeden Fall, man sieht ja die ganzen Türme, die hier so sind. Das sind alles diese Synchro-Punkte. Die müssen wir jetzt erstmal nach und nach versuchen zu entdecken. Wo gehen wir denn als nächstes hin? Den haben wir. So, dann können wir da mal gucken, ob wir da noch hingehen. Dann holen wir uns den als nächstes hier. Und tschüss. So, dann sind wir da wieder aus der Geschichte raus, aus der Nummer. 5 Aussichtspunkte. Synchronisieren, eine Abstergo-Herausforderung. Abgeschlossen. Was ist mit dir hier? Erneuern 150 real. Machen wir doch. Das müssen wir jetzt alles nicht die ganze Zeit machen. Wie gesagt, als nächstes holen wir uns den Aussichtspunkt da vorne. Ich muss jetzt gerade gucken. So. Und in den nächsten. Also hier vorne. Geh mal weg, Dale. Wir sollten mal so wenig Stress machen wie möglich. Also die gerade auch hier diese Leute wegschubsen und so. Da ist der nächste Punkt, genau. Aua, nicht da runterfallen. Mein Freund, das kann nämlich ganz, ganz böse Aua machen. Oh, 100 Real gefunden. So, jetzt weiter geht's heute mit den... Jetzt auf jeden Fall mit den Aussichtspunkten. Und damit geht's mit dem nächsten Punkt weiter. Wie viel haben wir jetzt? 4? Also der Hälfte. Wie gesagt, ich werde das nur erstmal Aussichtspunkte abklappern. Um einfach komplett erstmal die Stadt aufzudecken. Um alle Geheimnisse aufzudecken. Damit wir erstmal wissen. Danach geht's an die Mission wieder. Stellreise freigeschaltet. Haben wir alle? Ich guck. 4 von 8. Gut.
Ich gucke gerade auf die Uhr. Wir sind schon wieder durch mit der Zeit. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit den Aussichtspunkten. Bis dahin. Tschüssi.